Ja, herzlich willkommen im Raum 2. Und wir haben jetzt einen Workshop mit dem Magister Hofbauer, sofern es funktioniert, online halt, vom Veritas Verlag. Ich freue mich recht und werde gleich das Wort übergeben. Ein Hinweis nur bei Fragen bitte im Chat. Ich schaue auf die Zeit. Und dass wir dann auch noch in 5 Minuten vor Schluss noch Zeit haben, dass wir die Fragen klären. Okay, danke. Bitte, Herr Hofer. Danke Ihnen. Hallo, herzlich willkommen. Sie haben schon angesprochen. War geplant und soll auch werden ein Workshop, aber als ich das Ganze eingereicht habe vor vielen Wochen für die E-Education-Fachtagung, war natürlich noch gedacht, das findet in Präsenz statt in der Messe Wien und 50 Minuten, also dafür habe ich das Ganze eigentlich geplant gehabt. Jetzt wird es sehr ambitioniert in 20 bis 25 Minuten und noch dazu online das Ganze jetzt machen. Ich möchte es aber einfach trotzdem probieren, bitte Sie aber um Nachsicht, falls es ein bisschen hakt oder knirscht, aber probieren wir es einfach einmal. Ich gebe einmal den Bildschirm frei. Ich sage gleich dazu, das Ganze ist keine Präsentation, sondern alles im Live-Betrieb und insofern ist halt immer ein bisschen das Restrisiko. Wären wir gemeinsam vor Ort gewesen, hätte ich und zwei Kolleginnen, die auch dabei sind, natürlich herumgehen können und Ihnen helfen, wenn Sie dann diese Aufgabe, die ich Ihnen gleich stellen werde, am Handy durchführen. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie das funktioniert. Das ist aber auch für mich sehr spannend. Ich lade alle Teilnehmer jetzt ein, also diejenigen, die einen Digi4School-Zugang haben und den auch wissen, dass sie sich auf digi4school.at anmelden, sofern sie mitmachen möchten beim Workshop, dass sie sich anmelden und meiner Klasse beitreten. Und ich habe mir vorgenommen, trotzdem so viel wie möglich in der Mobilansicht herzuzeigen, weil ich ja ausgeschrieben war, eben auch für Smartphones. Und ich werde immer wieder wechseln den Browser. Also in Firefox bin ich in der Lehreransicht, da bleibe ich im Breitbild und das Erstellen von Klassen und das Stellen von Aufgaben und das Durchführen der Aufgabe, das möchte ich alles in der Schülersicht herzeigen, wirklich eben in der Mobilansicht, so schaut das Ganze am Smartphone aus, weil das war eigentlich der Hintergedanke des gesamten Workshops. Also diejenigen unter Ihnen, die gerne mitmachen möchten und für bis zu 10 Teilnehmer habe ich E-Book-Codes mit, die bitte ich, dass Sie sich am Smartphone oder in einem neuen Tab am Browser auf digi4school.at einfach auf Klasse beitreten klicken. Das schaut eben am Smartphone so aus. Und dann den Klassencode da jetzt eingeben. Und dazu wechsle ich wieder den anderen Browser, melde mich hier als Lehrer an. Und das Ganze dreht sich um die Klasse. Da war auch die IB noch nicht abgesagt, als ich die benannt habe. Die Klasse 2a IB 2021 Englisch. Und ich zeige Ihnen jetzt einmal den Klassencode. Mit dem, den kann ich eigentlich auch in den Chat kopieren, mit dem können Sie sich zu dieser digitalen Klasse von mir dazu anmelden oder falls Sie am Smartphone mitmachen, geht es natürlich auch mit Scannen von diesem QR-Code. Ich lasse das jetzt vielleicht noch einige Zeit eingeblendet. Und hoffe, dass eben vielleicht wirklich jemand mitmachen möchte. So, ich glaube, das passt. Und mein Stefan Schüler ist ja der Klasse früher schon beigetreten. Ich aktiviere die da jetzt nur in der Liste. Und dann müsste es so bei Ihnen ausschauen, wenn Sie am Smartphone mitmachen, beziehungsweise so eben am PC oder am Tablet. Mitglied jetzt dieser Klasse. Und was Sie jetzt, beziehungsweise jetzt kann ich einmal nachschauen. Oh ja, super, vielen Dank. Da bin ich positiv überrascht. Es sind etliche von Ihnen beigetreten. Das freut mich. Diejenigen, die jetzt beigetreten sind, lade ich
ein, wenn Sie möchten, dass Sie jetzt das E-Book Plus freischalten zu unserem Englischlehrwerk Easy 2. Und aus dem werde ich dann eine Aufgabe stellen. Zeige ich noch einmal ganz kurz her, dazu einfach. Sie können es direkt im Reiter E-Books machen oder Sie klicken auf Ihre neu beigetretene Klasse sozusagen. Und im Reiter E-Books müsste es bei Ihnen eigentlich so ausschauen, Easy 2, und da steht noch nicht eingelöst, und dann klicken Sie bitte auf Zugangscode einlösen, und jetzt wird es ein bisschen online schwierig, weil vor Ort hätte ich einfach entsprechende Ausdrucke mitgebracht und jedem, der mitmachen will, ein Blatt geben mit einem Digi4Schoolcode. Jetzt müssen wir irgendwie das diszipliniert machen. Das ist jetzt eine Herausforderung. Ich gehe kurz noch einmal in die Mitgliederliste. Ich habe nämlich eben Codes da. Nur hilft mir da heute jetzt der Ausdruck nichts. Und würde Sie jetzt bitten, dass Sie vielleicht so, wie ich Sie aufrufe, das, wenn Sie möchten, einlösen. So, Moment noch. Also, da wäre die Frau Eigner, Sie wären die Erste. Ich kopiere das wiederum in den Chat auch. Dann können Sie diesen Code jetzt nutzen, um das E-Book Plus freizuschalten. Nächste wäre dann, ich bin gespannt, ob das funktioniert, wäre dann die Frau Breyer. Das wäre dann ihr Digi4Schoolcode. Bei der Birk Czukic sehen Sie, da ist kein Warenhinweis noch nicht eingelöst. Da ist eine Kollegin von mir, die hat das schon gemacht. Das heißt, die nächste Teilnehmerin jetzt wäre die Frau Emmersberger. Da wäre jetzt dieser Code. Für die Frau Feisthuber dieser. Alexandra hat schon die Frau bekommt diesen Code. Der Herr Moser, für den, das dauert jetzt natürlich alles etwas länger, als es vor Ort gedauert hätte. Und das war's eh. Passt, dann kann ich mein PDF dazu machen, mache das wieder groß. Einer fehlt noch bitte, Stefan Schüler. Von unten ist der ist von mir. Test. Der Stefan Test. Schüler. Oh, okay, passt. Gut. Das ist der da. Der Stefan Schüler ist mein, mit dem ich das vorzeige. Alles klar. Danke für den Hinweis. So, ich schaue jetzt wieder in die Mitgliederliste und aktualisiere das. Und jetzt ist noch ein UW dazugekommen. Falls der oder diejenige auch noch mitmachen möchte, kopiere ich noch einmal einen Code da hinein. So. Im wirklichen Leben ist es natürlich so, dass diese Codes auf der Rückseite der Schulbücher kleben. Also wenn Sie ein E-Book Plus bestellt haben in der Schulbuchaktion, dann ist ja hinten der Digi4School-Sticker drauf und auf dem Sticker, also den Sticker hat man eh gesehen im PDF, da ist eben dieser Code drauf zum Freischalten. Ja, wunderbar. Also Sie sind beigetreten, Sie haben das Buch eingelöst, dann kann ich jetzt als Lehrer einmal eine Aufgabe stellen und Sie schauen mir jetzt einfach dabei zu. Ich klicke in meinem digitalen Klassenzimmer auf das entsprechende E-Book Plus, lande dann im entsprechenden E-Book eben, das ist in dem Fall Easy 2 Students Kit. Ich lande automatisch auf der Seite, wo ich zuletzt drinnen war, falls ich schon eben einmal das genutzt habe. Gehe jetzt links oben auf den Button zu den Aufgaben und Sie sehen, da ist die Klasse 2a IB 2021. An dem Zeichen erkenne ich, es ist eine Digi4School-Klasse und ich lege jetzt eine neue Aufgabe an. Und das Startdatum muss natürlich heute sein, damit Sie es gleich machen können, und Abgabedatum machen wir Ende November. Und jetzt hänge ich eine interaktive Übung an und da nehme ich jetzt die interaktive Übung Grammar zu Task 65. Hinzufügen, die ist jetzt da und daraus bastle ich jetzt auch den
Titel meiner Aufgabe. Wir bezeichnen das Ganze immer so als Aufgabencontainer. Da könnte ich jetzt noch eine Beschreibung hineinschreiben, mache ich aus Zeitgründen nicht. Und der wichtige Schritt jetzt noch ist, die Zielgruppe zu definieren. Also weise ich die Aufgabe allen Schülerinnen und Schülern oder nur Einzelnen, könnte ich auch, aber in dem Fall mache ich sie natürlich für alle. Und sage fertigstellen und bekomme jetzt als Lehrer eben diese Übersicht, der von mir vergebene Titel. Es sind noch 12 Tage Zeit bis zum Abgabedatum. Natürlich haben jetzt erst 0 von 11 abgegeben, weil sie haben sie gerade erst gekriegt. Und da habe ich die Schülerliste und den Status noch nicht geöffnet. Das heißt, ich wechsle jetzt die Ansicht, bin jetzt wieder in der Schüleransicht am Mobilgerät, aktualisiere das Ganze mal und klicke jetzt in den Reiter Benachrichtigungen. Das schaut am PC so aus, also E-Books und Benachrichtigungen. Und da steht jetzt neue Aufgabe in der Klasse. Und jetzt gehe ich wieder auf die Mobilansicht. Neue Aufgabe in der Klasse 2AIB. Hallo, dann sollte da Ihr Name stehen. Die wurde eine neue Aufgabe mit dem Titel Grammar zu Task 65 bla bla bla, gestellt. Und der Klassenname ist ein Link. Und auf den klicken Sie bitte. Ah, ich Kasperl. Ich bin ja mit dem Stefan noch drinnen, der hatte das Buch nicht freigeschaltet. So, Moment, aber der Schorsch ist wieder. Ja. Der Georg Schüler geht auch in die Klasse und klickt da jetzt in Neue Aufgabe auf den Klassenlink und wird jetzt weitergeleitet zu der Aufgabe. Und da steht dann eben Grammar to Task 65 und klickt eben auf das Ordnersymbol. In der PC-Ansicht steht, glaube ich, Aufgabe öffnen. Und da ist noch einmal die Übersicht, Startdatum 18.11., Abgabedatum 30.11. Unten kann er dann eine Antwort eingeben und zum Schluss abgeben, ganz wichtig. Aber Schritt 1 ist jetzt einmal das Durchführen der Aufgabe. Und dazu klickt man da auf den Play-Button beziehungsweise in der PC-Ansicht auf Aufgabe öffnen und dann geht die in einem neuen Tab auf und jetzt sehe ich die Aufgabe und die ist eben Smartphone optimiert und also das wäre jetzt der Galaxy S10 und ich sehe, die besteht aus 3 Teilen und der erste Teil ist eben der Word Pairs, choose the correct sentences, also einfach Auswahl Bus, Car, a bus is bigger than a car. Dad's old bike, my bike. My bike is newer than dad's old bike. A motorbike is faster than a bicycle. Und da macht man vielleicht auch mal bewusst einen Fehler. A mouse is smaller than a fly. Und dann gehe ich auf Check und dann sehe ich gleich auch als Schüler mal, dass die oberen 3 richtig waren. Das letzte war falsch. Ich sage go on, komme zur zweiten Teilübung, anderer Übungstyp, fill the gaps, excellent, your idea is better than mine, Freddy is worse at maths than at English, Grog's tongue was shorter when he was young, my mother's hair is longer than my father's hair, wenn der Porsche ist, jetzt auch wieder ein Fehler, so, check, oben, die waren alle richtig, das letzte war falsch, go on, und die letzte Teilübung, complete the chart, shorter, aha, good, better, bad, worse, longer, faster. Dann erscheint der Button check, für diese Teilübung, alles richtig, super. Und dann der Button Show Result. Und jetzt sehe ich, ich habe 15 out of 18, sehr gut. Und jetzt ist wichtig, dass ich als Schülerin, als Schüler auf Done tippe am Smartphone. Jetzt hat sich dieser neue Tab im Browser wieder geschlossen und ich lande wieder in diesen Aufgabencontainer und kann da jetzt eine Antwort an den an die Lehrperson schreiben.
Das ist ganz wichtig, nicht vergessen. Unten dann auch noch auf Abgeben tippen am Handy. Und Sie haben es vielleicht gesehen, es hat sich da jetzt vor unseren Augen geändert, der Status zu Antwort übermittelt am 18.11. Jetzt kann ich als Schüler mir natürlich trotzdem jederzeit, ich sehe da auch den Score noch einmal, 15 von 18, auch mir selbst noch einmal das Ergebnis anschauen. Aber an sich ist der Schüler jetzt fertig. Jetzt wechsle ich wieder in die Lehrersicht. Ich mache das vielleicht zu. Simuliere vielleicht, dass ich komme wieder neu auf DigiForSchool. Wenn der Zeitraum vorbei ist, wenn der Abgabetermin erreicht ist, ich klicke meine Klasse an. Ich schaue in die Benachrichtigungen und trara, wunderbar, schauen Sie, es haben heute 18.11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von Ihnen schon diese Aufgabe abgegeben. Jetzt mache ich einfach diese Nachricht auf. Schülerin Andrea Breyer hat die Aufgabe Grammar to Task 65 abgegeben. Klick auf den Klassenlink. Und jetzt muss ich das nicht für jede einzelne Schülerin machen in DigiForSchool, weil wenn ich da jetzt eben auf den Klassenlink klicke, komme ich ja wieder her. Da direkt in den Bereich Aufgaben. Und wenn ich da jetzt auf Grammar to Task 65 klicke, sehe ich auch hier eine Schülerinnenliste. Die kann ich auch sortieren nach Namen. Und da sehe ich sofort den Status ausständig abgegeben, abgegeben, noch nicht geöffnet. Und gleich daneben eben auch, und das ist praktisch zum direkten Vergleich, in der Übersicht die erreichten Punkte. Und jetzt interessiert mich natürlich im Detail, wie jede Schülerin abgeschnitten hat und bleibe einfach bei der Frau Breyer und klicke dann auf Öffnen. Bin jetzt in ihrem Aufgabencontainer und die Frau Breyer hat mir geschrieben, erledigt. Und ich sehe auch hier schon in der Übersicht noch einmal 14 von 18, 77% richtig und kann da jetzt mit dem Button mir die Antwort ansehen. Und dann wird ein automatisch ein PDF generiert. Sie sehen es da oben. Und dieses PDF besteht jetzt bei dieser konkreten Übung aus 4 Seiten. Das ist die Seite 1 von 4. Und die beinhaltet natürlich den Titel der Aufgabe, den ich vergeben habe, den Namen der Schülerin oder des Schülers und das Abgabedatum und eben ganz zentral, hoppala, es wird kein Pfeil mehr, das erreichte Ergebnis. Aber das habe ich in der Übersicht schon gesehen. Jetzt ist für mich natürlich interessant zu schauen, wo waren denn konkret die Fehler. Und dann sehe ich, aha, da bei der zweiten Übung, da waren 4 Fehler, bei der ersten und bei der dritten war alles spitze. Und dieses PDF kann ich natürlich jetzt auch wieder, wie Sie es gewohnt sind oder wie Sie es kennen, da rechts, wie jedes PDF natürlich, kann ich ausdrucken, ich kann es downloaden und mir einfach aufheben und auch zur Bewertung oder so verwenden. Und wenn ich das wieder schließe, bin ich wieder im Aufgabencontainer und schreibe jetzt einen Kommentar an die Schülerin und schreibe weiter so und sage annehmen und dann ändert sich der Status auf bei der Frau Breyer auf angenommen und genauso könnte ich sie jetzt mir anschauen, wobei es eigentlich überflüssig ist bei 18 von 18. Und so könnte ich das eben jetzt für alle Schülerinnen und Schüler machen. Genau, da sehe ich diesen einen Fehler, der da passiert ist. Und das war es eigentlich und ich bin froh, das bin ich sogar noch relativ gut in der Zeit. Ja, super. Vielen Dank. Sind Sie, weil das ist nämlich da eine Frage, jetzt kommen wir zur zweiten Übung, ob man da bereits gesetzte Buchstaben ändern kann von der Frau Breyer. Es ist das Problem, nur damit ich das noch einmal zeigen kann. Na doch, müsste eigentlich gehen. Zu Task 65. Dazu geht es jetzt einfach ins E-Book. Ich bin jetzt wieder als Schüler drinnen. Da kann ich mich die gleiche Übung noch einmal herzeigen. Im konkreten Fall muss ich dazu in den Übungsblock gehen, in den EasyPad und gehe da zu den Übungen. Also der Sinn natürlich von E-Book und E-Book Plus ist ja der, dass die Schülerinnen Zugriff auf das gesamte E-Book haben, logischerweise. Und die interaktiven Übungen sind ja nur ein
Teil davon, aber ich wollte konkret das herzeigen in der Kombination eben mit dem immer noch relativ neuen digitalen Klassenzimmer von Digi4School. Und da möchte ich vielleicht, weil es ganz frisch ist, aufgrund der Lockdowns haben wir auch beschlossen, jetzt wäre das Verlag nächsten Donnerstag, 25. November, ein zusätzliches Webinar anzubieten zu genau dem Thema, wo auch das wiederum vorkommen wird. Also falls jemand vielleicht da teilnehmen möchte, einfach wäre das AT bei den Veranstaltungen, kann man sich auch für dieses Webinar anmelden. Und jetzt mache ich schon die erste und komme jetzt zur zweiten. Um das herzuzeigen, wenn ich da jetzt einfach reinklicke, kann ich durch wieder raufklicken auf die Buchstaben das wieder runterschicken und dann einfach wieder neu beginnen. Und wenn ich mit da eben jetzt dran habe, ah, da hätte das O hingehört, klicke ich drauf, dann wandert es wieder nach unten. Gibt es vielleicht sonst was, was ich konkret herzeigen soll, noch in den Systemen? Oder? Ich habe zu Beginn schon oben eben eine Landingpage in den Chat geschrieben. Das wäre eben auf veritas.at, digitale Lernwelt und dann auf digitales Klassenzimmer. Da gibt es ein Erklärvideo, das genau das zeigt, was wir gerade live gemacht haben und bin begeistert, wie gut das funktioniert hat. Und es gibt auch eine Checkliste für Lehrerinnen, die zeige ich jetzt kurz her, die können Sie sich natürlich da downloaden und ausdrucken, wo Schritt für Schritt und auch mit einer Spalte zum Abhaken steht, wie das funktioniert. Vorbereitung ist natürlich nur einmalig, dass man eine Klasse anlegt und das E-Book Plus hinzufügt. Und das Aufgabestellen, das ist dann natürlich mehrschrittig. Und da ist Schritt für Schritt genau das, was ich gerade gemacht habe, beschrieben. Dann käme natürlich die Checkliste für die Schüler dazwischen. Wie können die die Aufgabe, eben die gestellte, durchführen, eben auf den Klassenlink klicken und so, die einzelnen Schritte. Und dann geht es eben wieder weiter beim Lehrer. So, jetzt habe ich gerade die Zoom-Leiste ist mir da gerade im Weg. So, Checkliste, Aufgaben. Dann geht es eben weiter, die Schritte zum Aufgaben kontrollieren. Also auf dieser Seite veritas.at/digitales-klassenzimmer sind diese Checklisten, PDF-Anleitungen zum digitalen Klassenzimmer und eben auch ein Erklärvideo, wo genau das zu sehen ist, was wir gerade live gemacht haben. Ist sicher total hilfreich. Vor allem diese Checkliste, glaube ich, ist für das erste Mal ein super Leitfaden. Beim ersten, zweiten Mal ist das sicher super. Wenn man es da zweimal gemacht hat, dann braucht man es nicht mehr. Aber da haben wir schon mehrfach die Rückmeldung gekriegt, dass das wirklich sehr brauchbar ist. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Könnten Sie bitte nur den Link jetzt zu dem Webinar irgendwo posten? Ja, ich kann nur herzeigen, wo Sie es finden, weil Lockdown Oberösterreich, ja. Salzburg ist erst heute ausgerufen worden. Ja. Erst heute Nachmittag haben wir im Verlag beschlossen, wir machen zusätzliche Webinare. Aber ich kann Ihnen zeigen, wo Sie es dann finden, nämlich auch wieder veritas.at, also einfach die Startseite. Und dann ist links eh gleich als erstes Veranstaltungen, ja, und Webinare. Und da sind halt jetzt die nächsten, also ja, nächste Woche haben wir 23. und 24. Und da wird dann hineinkommen, soweit wir es angeklickt haben, für den 25. Das, was wir jetzt gemacht haben für Sekundarstufe 1 und 2 und für den 1. Dezember für die Volksschule. Super, okay. Ja, herzlichen Dank. Eins vielleicht noch als letztes. Unten gibt es die Seite Team. Auf der veritas.at, wenn jemand ganz konkrete Fragen noch haben sollte an mich, finden Sie mir, wenn es bei Team einfach nach Hofbau suchen, sind da auch meine Kontaktdaten drinnen, dann können Sie mich natürlich auch gerne kontaktieren. Vielleicht gleich dazu sagen, dass Sie bei dem Workshop da dabei waren, bei der Fachtagung, und dann reden wir uns alles Weitere aus. Super, vielen Dank für den Beitrag und für das flexible Gestaltung. Ich bin sehr froh, dass es tatsächlich so gut geklappt hat. Ich war ein bisschen also ich denke, das hätte nicht besser laufen können. Ja, wirklich. Und vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei waren. Also ich hoffe, Sie haben das jetzt auch gesehen, wie das funktioniert. Das wäre dann der Sinn des Ganzen gewesen. Vielen Dank. Ja, super.
Vielen Dank. Und wir, bei uns geht es weiter im Raum 2 dann um 35 mit der Frau Magister Wiesenhofer zu multimedialen Storytelling. Genau. Und bis dahin eine schöne Pause.